Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit die Sims 3. Und wir sind wieder hier mit unserer Family und wir haben ein kleines Problem anscheinend. Deswegen hoffe ich, dass wir das vielleicht fixen können. Leider nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist, wenn sie irgendwie die Kleidung wechselt? Hilft das? She's back! Oh mein Gott. Ich wäre auch gestorben sonst, wirklich. Das hätte hier mit mir nicht funktioniert, wenn unsere Hauptcharakterin auf einmal einfach weg wäre. So, sie kann ja schon mal über den Fortschritt berichten, nebenbei. Oh, du bist bei anderen? Das habe ich schon irgendwie wieder vergessen. Und was ist mit deinen Freunden? Sind die hier irgendwie? Nö, hier ist niemand anscheinend. Doch da. Oral. Ach so, aber es ist ein Erwachsener. Wo sind Kinder? Hallo? Sind hier keine Kinder? Aber... warum sollte er sonst hier sein? So, ach, da ist ein Kind. Lindsay! Also, wenn du schon hier bist, dann sprich halt auch kurz mit ihr. Ja, nachdem ihr geredet hat, musst du auch schon nach Hause, weil sonst gibt es Probleme mit der Polizei. Die Lehre des Lebens betrachten. Are you okay, girl? Wirklich, ich bin hier gerade reingestartet. Ich habe diese Aufnahme schon mal begonnen, ja? Und dann war sie halt unsichtbar und dann ich so, oh mein Gott. Und dann ist das Spiel gecrashed und ich so, oh mein Gott. Und oh mein Gott. Oh mein Gott! Und ich dachte so, okay, vielleicht hat der Crash irgendwas bewirkt und sie ist vielleicht nicht mehr unsichtbar. Und dann starte ich das und es ist immer noch unsichtbar. Und ich dachte schon so, oh mein Gott. Aber ich bin froh, dass es anscheinend nur an diesem einen Outfit liegt, weil ich wäre nicht klargekommen, wenn sie einfach unsichtbar gewesen wäre für immer. Was mit euch eigentlich? Immer diese Leute, die anrufen. Werbung für Getränke. Nee. Vor allem in Lokal Vampire's Eye. Wir sind kein Vampir. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Adrian beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Why? So, vor der Arbeit ist es vielleicht gut, wenn sie einmal duschen geht. Das sind doch Dinge, die machen Leute. Oh, er muss auch duschen. Sieht aus, als hätte Ava einen schlechten Tag. Freundschaft mit Spezi beenden. Nein. Schule schwänzen. Das kann ich mir noch eher vorstellen. Wir sind wieder hier. Diesmal hat Ava... keinen schlechten Tag. Oh, und unsere Mausi hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Sehr schön. Oh, und die Dusche ist kaputt gegangen, weswegen Adrian nicht duschen konnte. Dinge passieren. Sie wünscht sich, mit Leni ein bisschen spazieren zu gehen. Deswegen können wir das auf jeden Fall gerne gleich mal machen. Da freut sie sich bestimmt auch. Der Aufsatz von Ava war anscheinend gut und... nein, ich will nicht. Oh mein Gott, irgendeine Frau möchte mit uns zusammen sein. Aber girl, wir sind verheiratet. Bevor wir jetzt irgendwo hingehen, speichern wir. Weil ich vertraue diesem Spiel einfach nicht. Je länger man in dem Spielstand spielt, desto mehr Bugs gibt es halt leider auch. Also es ist schon nervig manchmal. Spaziergang mit Ziel. Und dann gehen wir zu Dean's Doggy Drop Zone. Das klingt doch supi. Süß. Leni hat Sophia offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. I love you. Riley verdient einfach so krass viel Cash, ne? Und sie hat dann auch 3 Level. Heute ist Liebestag. Warum wusste ich das nicht? Wow, das Outfit. Holla die Waldfee. Ava möchte zu Ernesto Robbins gehen. Klar. Am Liebestag. I see, I see. Ich weiß noch nicht mal, wo dieser Park ist, aber ja. Das wird schon. Oh mein Gott, sind die irgendwie reich? Da hast du dir aber einen Fang ausgesucht, du. Das ist der... nee, das ist Leo. Ich dachte gerade. Das ist Ernesto. Okay. Let me take a look. Ja. Hi. Wie wär's? Also, ne? Nee, finde ich gut. Ich dachte, die machen jetzt zusammen Hausaufgaben. Könnt ihr euch vielleicht erstmal begrüßen dann? Oh mein Gott, sie stinkt. Ey, du hast ein Abzeichen verdient, wie süß. Ihr könnt danach ja zusammen Hausaufgaben machen. Eine Schnitzeljagd. Eva-Suche, ja, gerne. Das passt sehr gut zu dem Kleinen. Mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Die sind angekommen und sie spielt hier erstmal Gitarre. Super. Warum hat er jetzt so eine Igelfrisur? Vor allem, wo geht er denn jetzt hin? Bleib hier. Achso, er geht nur zur Post. Ich dachte schon. Weil ich würde dann gerne ein Kompliment dir, ne, geben so. Where are you going? Dann nicht. Ich dachte, das wird hier schön. Oh, morgen ist ein Ausflug. Klar, natürlich darf Adrian damit. So, könnt ihr dann aber vielleicht ein bisschen süß sein so. Könnt ihr auch nochmal ein bisschen techteln-mechteln. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, Adrian, das musst du nicht sehen. Geh einfach duschen. Bro, in so einem Moment angerufen zu werden, auch richtig unangenehm, oder? Oh mein Gott, ihr geht doch jetzt nicht ins Baumhaus dafür.
Ah! Hilfe! Könnt ihr nicht einfach wie normale Leute ins Bett gehen? Also, ich meine ja nur. Ist das dumm, ey. Ja, und du kommst am besten auch nach Hause, weil dein Boy ist ja anscheinend abgehauen. Aber wir behalten Ernesto im Auge. Geil, die hatten jetzt einen Tech der Mächte und sie so, ich game jetzt erstmal. Keine mehr. Oh, sie hat einen Splitter im Allerwertesten. Will ich es wissen? Glaube nicht. So ein braver Junge. So, Modi macht mal was zu essen, weil der Kuchen geht uns langsam aus tatsächlich. Und in näherer Zeit müssen wir jetzt erstmal noch warten, bis es irgendwie neues Essen gibt. Also neuen Kuchen. Dass irgendwie mein Geburtstag hat halt. So, Adrian, du darfst jetzt auch noch mal einen Muffin backen. Wie wär's? Juhu! Ein leckerer Muffin. Ess ihn doch, geht direkt. Jetzt ist 5 Uhr und Adrian ist einfach schon wach. Oh mein Gott, ist das nicht die Aufgabe, wo man dann diese Sachen sieht? Der kostet 40.000? Manchmal, wenn man diese Aufgaben bekommt, dann kriegt man den halt für die Aufgabe. Ja, dann wird das ja alles ein bisschen schwerer als gedacht. Oder es wird nur nicht angezeigt, weil es gerade regnet und es deswegen gerade keine gibt. Und Sophia upgradet jetzt vielleicht einfach mal die Dusche zu selbstreinigend. Wäre ein Träumchen. Ne, 6 Tage bis zum Liebestag. Ach so. Ich glaube, das war das Problem. Gestern war gar nicht unbedingt Liebestag. Ja, okay. Oder ist das dann zweimal, wenn das 14 Tage lang ist? Es verwirrt mich alles ein bisschen. Nice, Sophia, nice. Für ein paar Minuten kann sie hier noch experimentieren. Sie so, ja, morgens erstmal ein bisschen Chillo. Sie muss noch ein bisschen Gitarre üben. Deswegen macht sie das doch einfach mal gleich. Danke, dass du so rücksichtsvoll bist und dein krankes Kind heute zu Hause lässt. Was? Kinder fragen einfach gar nichts mehr. Oh ja, die Angelfähigkeit bekommen. Wahrscheinlich durchs Pfadfinden. Sehr cool. Nimm am Seminar teil, dass am Veranstaltungsort Programmkino irgendwas stattfindet, bevor die Zeit abläuft, um deine Jobleistung und die Beziehung zu deinen Kollegen zu verbessern. Ja, klar. An einem Seminar teilnehmen klingt easy peasy. Oh mein Gott, sie ist so sauer. Jetzt hat die Frage, wann findet das statt? Zwischen 17 und 20 Uhr. Dann kann sie ja ihr Buch weiterschreiben, wenn sie gerade eh nichts anderes zu tun hat. Sophie hat eine Einladung für die Party von Michelle Lacrosse erhalten. Um 7:15. Ja, können wir eigentlich machen, ne? Oh. Jemand findet Ava auf jeden Fall sehr interessant. Und noch jemand. Nämlich Vincent Fischer und Owen Chandler, glaube ich. Interessant. Hä, aber hier steht, startet in 1 Tag und 2 Stunden. Also muss sie heute noch nicht arbeiten, oder? I am confused. Wir schauen einfach mal, ob da was kommt oder nicht. Und danach können wir dann entscheiden, ob wir zur Party gehen oder nicht. Aber wenn, nehme ich auf jeden Fall Riley mit. Weil sie wünscht sich schon seit Ewigkeiten gefühlt, dass sie eine Party besucht. Also es scheint so, dass ich heute wirklich nicht arbeiten muss. Gut. Hallo Ava. Sie sitzt einfach hier auf dem Boden, macht ihre Hausaufgaben. Was auch sonst. Wo wohnen die denn? Da. So. Mit Riley. Oh, sie hat sich schon wieder versenkt. Einfach schön. Oh, sie freut sich, dass es Vollmond ist. Okay, kommen hier keine anderen Leute oder was? Das sind irgendwie nur ihre Kinder. Auch die Maus geht schon schlafen, ey. Es ist Wochenende. Mit 15 Hunden Freundschaft schließen. Wie süß ist das denn? Ich weiß nicht, ob das so sein Lebenstraum ist. Nein, wir wollen diesmal keinen kostenlosen Urlaub. Das hat letztes Mal schon nicht so toll funktioniert. Wir lassen es. Wer bereits als Kind gerne den Kochlöffel schwingt, hat gute Voraussetzungen, später ein Meisterkoch zu werden. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Eine Backware verkaufen ist jetzt auch sein Traum. Oh, jetzt kann er auch Kekse machen. Cool. Ja, wie ich sehe, ihr habt eine ganz tolle Zeit. Dieser Hund macht einfach gerade dieses Sofa kaputt. Warum? Und wie ist der Schokokeks geworden? Wunderbar. Toll. Why is the camera Akku leer? Oh, Ava ist heute ein bisschen rebellisch. Schulschwänzen, es ist ein Samstag, Girl. Ist das nicht ihr Abendoutfit? Soll mir egal sein, kann sie ruhig tragen. Sie möchte eine Scherzfalle platzieren. Ach, ein Pupskissen. Wie doof, ey. Adrian wird auf jeden Fall ein bisschen was an Gebäck backen. Und dann wird er im nächsten Part zum ersten Mal seinen Stand öffnen. Ava kriegt jetzt Ärger von ihrer Mom. Aber ich würde jetzt sagen, dass wir uns dann sicherlich beim nächsten Mal wiedersehen. Denn wir haben hier schon wieder sehr viel Zeit reingesteckt. Und letztendlich werde ich wahrscheinlich trotzdem verhältnismäßig so wenig Material haben. Es ist wild mit diesem Spiel. Deswegen, ich bin ein bisschen froh, wenn das hier irgendwann endet. Also ich habe sehr viel Spaß mit den Sims an sich und so. Das Spiel an sich macht ja auch Spaß. Aber wenn es halt die ganze Zeit immer abstürzt und was auch immer. Also das ist halt nervig. Aber ich wiederhole mich, glaube ich. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!